herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept von meinen Palatschinken. Ich habe vorbereitet 600 ml Milch, 300 Gramm glattes Mehl, 150 ml sprudelndes Wasser, das entscheide ich dann beim Machen, wie viel ich wirklich nehme, eine Prise Salz und 5 Eier. Zum Rausbraten habe ich Butter und zum Füllen dann eine selber gemachte Marillenmarmelade. Ich mache das jetzt alles mit der Hand in einer Schüssel. Die Milch kommt rein und dann die Eier und die Prise Salz. Das rühre ich mir jetzt einmal mit einem Schneebesen glatt. Und dann kommt nach und nach das Mehl dazu. Also bei mir ist jetzt alles glatt gerührt. Ich habe ihn jetzt sicher 2-3 Minuten wirklich durchgehend geschlagen. Und jetzt kommt ein Schuss von Mineralwasser dazu. Ich habe jetzt einmal die Hälfte genommen. Das reicht bei mir auch. Das Mineralwasser ist jetzt dazu da, durch die Blubberbläschen macht das den Teig jetzt einfach lockerer. Okay, der Teig ist fertig und ich starte gleich mit dem Rausbraten. Ich habe jetzt eine eigene Palatschinkenpfanne. Ihr könnt aber ganz genauso auch eine normale Bratpfanne dafür verwenden. Ich nehme jetzt immer ein kleines Stück von der Butter und gebe sie in die Pfanne und sobald es geschmolzen ist, kommt der Teig rein. Ich mache das dann mit einem Suppenschöpfer, gieße ich mir dann immer einen vollen Schöpfer in die Pfanne rein und so habe ich eine Maßeinheit und jede Palatschinke wird dann auch gleich dick. Meine Butter ist geschmolzen und jetzt kommt der erste Löffel rein. Meistens wird die erste Palatschinke nichts und die zerfledert immer. Das hat den Grund, dass die Pfanne einfach noch nicht wirklich gut eingefettet ist. Also ich gieße mir den Teig mal rein und dann drehe ich die Pfanne. Also man sieht jetzt an der Oberfläche, dass der Teig im Prinzip schon durchgebacken ist. Ich löse mir mit einer Palette dann den Rand von der Palatschinke an der Pfanne, dass nichts festhängt. Und dann fahre ich vorsichtig drunter und mit einem Schwupp umdrehen. Die nächste wird dann besser, wenn die ganze Pfanne schon ein bisschen fetter ist und wirklich richtig heiß ist. So, und vor jeder Palatschinke kommt dann wieder eine Butter in die Pfanne, verteilen. Und wenn sie geschmolzen ist, kommt wieder ein Schöpfer Teig hinein. Ich gieße mal den jetzt in der Mitte rein und dann sieht man, dass er schon beginnt zu braten. Und sobald es an der Pfanne haften bleibt, drehe ich mir die Pfanne ganz, ganz leicht, sodass die Palette der Teig dann wirklich in jede Ritze reinkommt und dann habt ihr eine super gleichmäßige Palatschinke. Und jetzt sieht man schon, der Teig wird schon langsam wieder durch. Das geht ganz schnell, also die ist vielleicht eine halbe Minute drinnen auf jeder Seite. Und dann die Palatschinke wieder mit einem Schwung einfach auf die nächste drauf. Wieder ein Stück Butter in die Pfanne. Das ist halt wichtig, die Butter immer zwischendurch, dass die Pfanne befettet bleibt. Wenn ihr das nicht machen würdet, dann bleibt euch jede Palatschinke kleben. Und das mache ich jetzt mit meinem ganzen Teig, bis er gar ist. Ich habe die Palatschinken fertig gebraten und das Chaos beseitigt und jetzt zeige ich euch noch das Füllen. Ich fülle sie heute mit Marillenmarmelade. Ich mache mir da jetzt einfach, je nach Geschmack, ich mag es gern viel gefüllt, 2 Löffel in die Mitte drauf und verstreiche mir das. Ich verstreiche mir das immer nur so 2 Drittel von der Palatschinke
Und dann fange ich an, sie ganz vorsichtig zum Einrollen. Und jetzt drückt sich immer von der Marmelade noch ein bisschen was raus. Und da habe ich jetzt einen Puffer, wenn ich sie nicht ganz anfühle. Am besten schmecken die Palatschinken dann noch mit ein bisschen Staubzucker drüber. Ihr könnt die Palatschinken natürlich jetzt mit allem füllen, mit irgendeiner anderen Marmelade oder mit Nutella oder Schokosauce, Nussfülle, alles was das Herz begehrt. Ich fülle jetzt die anderen auch noch, dann werden sie bei uns gegessen. Die zwei sind schon einmal fertig. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mir ein paar Kommentare da lasst, mit was ihr die Palatschinken am liebsten esst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!